So, und jetzt möchte ich auch auf ein Thema eingehen, was ich sehr wichtig finde, weil ich denke, dass hier die Medienhetze und die Arbeit der Behörden gegen die Verbreitung des Islam verharmlost wird. Und ich denke, der Sinn und Zweck dahinter ist, er will damit sagen, guck mal, früher wurde ich ja sozusagen verfolgt, in Anführungsstrichen, ja. Und ja, das liegt also daran, weil ich das falsch gemacht habe. Ja, okay, hören wir uns das erstmal an. Ja, aber ich finde, das ist eine Verharmlosung, ihr könnt es selber entscheiden für euch. Damals, als das losging, so mit der Presse und danach, kurz danach halt dann die Behörden, die springen dann auf den Zug auch auf. Es waren dann nicht Dinge, die mir so Sorgen gemacht haben, sondern das hat noch einmal so. Bestätigt. Du Absolut. bist auf der Wahrheit. Ach, Junge, nicht nur auf der Wahrheit. Wir waren die Abgesandtschaft des Also warst du nicht auf der Wahrheit, oder wie? Propheten, ist ja doch alles irgendwie ein. Also bist du nicht bekämpft worden, weil du auf der Wahrheit warst, sondern du bist bekämpft worden, weil du es falsch gemacht hast. Weil ich meine, ansonsten gäbe es ja hier nichts zum Lachen. Denn es ist ja eine Tatsache, dass wenn man auf der Wahrheit ist, damit berechnen muss, dass man von den Nicht-Muslimen bekämpft wird. Gesellschaft und das waren die bösen Quraysh. Also das war zumindest Wenn meine die ein Problem Arbeit. damit haben, musst du irgendwas richtig machen, mäßig. Ja, genau, richtig. Sie werden nie mit dir zufrieden sein, bis du ihrer Ja. Bilder folgt. Guck mal, das ist alles, was ich sage. Ich weiß, was hier so zu belächeln gibt. Das sagt Allah im Koran, Sure 2, Vers 120. Walan tarda anka al-Yahuda wa al-Nasara hatta tattabi'a millata. Und die Juden und die Christen werden nicht mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Weg folgst. Wofür sagt uns das Allah? Zum Spaß, einfach so aus Spaß sein, damit wir darauf vorbereitet sind. Bitte wissen, das ist der normale Weg. Und das führt dann auch zur Bekämpfung. Inna alladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, Sura 8, Vers 36, weil ich die den Glauben verweigern, geben ihr Geld aus, um vom Weg Allahs abzuhalten. Oder Sura Saf, yuriduna li yudfi nur Allahi bi afwahihim. Sie wollen das Licht Allahs mit ihren Mündern erlöschen. Oder Sura 43, Vers 8, und gehen wir weiter erstmal. Das ist eine ganz schwierige Kiste. Das hörst du auch heute noch manchmal. Ja klar, Also immer wieder wird das so natürlich. gesagt, so von wegen, wenn du praktizierender Muslim bist, dann landest du auf der schwarzen Liste Ja, der Behörden und solche Dinge. nicht jeder praktizierende Muslim. Aber in der Regel, wenn man effektiv Hack verbreitet, wird man auch bekämpft. Das zeigt uns der Koran. Ein Drittel des Koran sind Prophetengeschichten, die immer wieder dieselbe Geschichte erzählen. Nämlich, jemand kommt, verbreitet die Wahrheit, wird bekämpft, bleibt standhaft und am Ende kommt der Sieg. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Sure 6, Vers 34 oder so Vers 54, وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. So sind sie stand. Wann sind sie der Lüge bezichtigt worden? Als sie öffentlich die Wahrheit verbreitet haben. So sind sie standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt worden sind und obwohl ihnen Schaden zugefügt wurde, bis unsere Hilfe zum Sieg zu ihnen kam. Und es gibt niemand, der das Wort Allahs, das heißt hier, das Versprechen Allahs, ändern kann. Warum sagt uns das Allah? Damit wir nicht einbrechen, wenn wir bekämpft werden, sagen, oh, wow, wir haben bestimmt was falsch gemacht. Aber hier ist es ja so, wie es wird belächelt. Ja, wir haben gedacht, wir sind richtig, weil wir bekämpft werden. So, war die Dame also falsch von dir vorher gewesen? Oder wie? Aber das ist so nicht korrekt. Und das hätte man auch damals schon sehen können. Auch nicht mal, weil du Vorträge hältst und nicht mal, wenn dir 100 Leute zuhören. Ich war vor einigen Wochen hier in Dortmund auch bei so einer kleinen Gemeinde. Ich lasse den Namen außen vor, weil ich möchte denen jetzt kein Un. Nicht, dass sie Schwierigkeiten bekommen, so, oh, was der krass war da, das, keine Ahnung. Aber Das das wird war mir pressen, die da später. also auch hier in Dortmund, da sitzen. Also, da waren ja so viele und das zeigt aber, die haben ja keine Probleme gehabt, die können dann mit vielen sitzen. Das zeigt, dass man ja auch predigen kann und wird nicht bekämpft. Wer sagt denn, dass wir nicht nächste Woche bekämpft werden? Und warum hast du dann jetzt Angst, das zu sagen in deinem Namen, dass sie dann bekämpft werden? Wenn doch die Lage in Deutschland, man kann das ja gar nicht so verallgemeinern, es ist ja gar nicht die Regel, dass man bekämpft wird, wenn der Islam aktiv verbreitet wird. Ja, wie viele Steine den Leuten in Braunschweig in den Weg gelegt werden, wie oft Moscheen, wo man versucht, die zuzumachen mit dem Ordnungsamt, wo man die Vermieter einschüchtert.
was ist hier los? So, und dann lese ich mal vor, was auf der FIU auf der Seite steht. Ja, also ich weiß es nicht, ob ich irgendwas falsch verstehe. Bitte korrigiert mich, ja. All die, dies, das steht, also Beispiele von Diskriminierung von Muslimen in Deutschland, all dies sind Eingriffe, steht auf der Seite von Marcel Krass, FIU, also Föderale Islamische Union. All dies sind Eingriffe in die Grundrechte der Muslime in Deutschland und dennoch gibt es bis heute keinen einzigen muslimischen Verband, der sich aktiv für die Rechte der Muslime hierzulande einsetzt. Ja, wenn das sowieso so marginal ist und fast gar nicht vorkommt, und man kann das ja nicht so sagen, brauchen wir das ja auch nicht, einsetzt und zumindest versucht, gegen Grundrechtsverletzung vorzugehen. Hier wird von Grundrechtsverletzung vorgegangen. Und hier wird erzählt, ja, man kann das ja nicht so verallgemeinern. Ich habe damals gedacht, wo die Medien... Leute, sorry, aber ich kann das nicht begreifen. Weiter im Text. Das darzustellen, dass man sagt, okay, man verbreitet die Religion und dann landet man im Verfassungsschutzbericht, das ist nicht korrekt. Das kann man so nicht stehen lassen. Dafür kenne ich das ist die Regel. Viele andere, die das machen. Das heißt, diese vielen anderen sind entweder nicht auf Hack oder ihre Dawa ist nicht effektiv oder... Sie weichen von der Regel ab. Es wurde auch nicht jeder Sahabi wurde gefoltert. Und wo das nicht dabei herauskommt. Und grundsätzlich muss man sagen, die Quraysh hatten einen bestimmten Grund, warum sie die Religion bekämpft haben. Also sie lebten vom Götzendienst. Das war, ihre politische Macht war dadurch begründet, ihre Einnahmen waren dadurch begründet, ihre Stellung auf der arabischen Halbinsel, das hätten sie alles verloren. Also wenn man sich mal in deren böse Seele hineinversetzt, kann man das nachvollziehen, warum die gesagt haben, wir wollen das nicht. Also, weil die Quraysh hatten ja einen Grund, aber Deutschland hat keinen Grund. Und der Grund war ja nur wirtschaftlich. Das ist falsch, der Grund war nicht nur wirtschaftlich. Wirtschaftlich war ein Grund, der Hauptgrund war die Religion. Ajal al-Aliyata ilahun wahida, inna hadha la shay'un ujab, hatte die Götter zu einem Gott gemacht. Das ist wahrlich eine wunderbare... Eine verwunderliche Sache. Und Allah sagt im Koran über die Höllenbewohner aller Zeiten, ja, dass sie in der Hölle den Engel Malik darum bitten, Gott darum zu bitten, sie zu vernichten. Und da wird dann zu ihnen gesagt, innakum makithun, ihr werdet bleiben. Warum? Lakad jitnakum bil haqq. Wir sind schon mit der Wahrheit zu euch gekommen. Walakin aktharakum lil haqqi karihun. Aber die meisten von euch, Höllenbewohner aller Zeiten, sind der Wahrheit gegenüber hassend. Und Allah sagt, Surat al-Buruj, die in der mekkanischen Zeit offenbart wurde, nicht aus Belustigung oder Unterhaltung, sondern um eine Lehre den Sahaba zu geben. Dort sagt Allah in Surat al-Buruj, wa ma naqamu minhum, über diejenigen, die die Gläubigen verbrannt haben. Sie haben an ihnen, sie haben an ihnen nichts verabscheut, außer dass sie an Allah, den Allmächtigen, den Lobenswerten, geglaubt haben. Dann wird noch sinngemäß erzählt, wie gesagt, ich habe nur 10 Minuten Zeit hier mit den Videos, wird noch sinngemäß erzählt, dass es ja nicht so ist, dass die Medien wirklich dagegen sind. Die wollen einfach nur Schlagzeilen haben und Auflagen verkaufen. Und es gibt aber allerdings einige vereinzelte Journalisten, die dagegen sind. Es ist falsch. In der Regel ist es der Redakteur, der dagegen ist. Ich habe das zum Beispiel aus persönlicher Erfahrung. Ja, ich habe damals mit Arte ein Video gemacht. Ja, und der das Video gemacht hat, ich hatte wirklich den Eindruck, der will etwas Gutes daraus machen. Und er hat gesagt, die wollen es nicht rausgeben, diese Sachen wollen nichts veröffentlichen und so weiter. Das wurde so lange, er konnte es nicht veröffentlichen, er musste es so umändern, bis ich ein komplett falsches Licht gestellt wurde. Und dann haben die das veröffentlicht, ich glaube nach Charlie Hebdo, um eine Verbindung mit Charlie Hebdo darzustellen. Das ist Bösartigkeit. Und so viele Muslime haben in Deutschland darunter gelitten, unter der Bösartigkeit der Medien und der Bösartigkeit der Behörden. Das heißt nicht, dass jeder so ist. So, aber hier so zu tun, als wenn das Vereinzelte sind, ist eine Verharmlosung. Das sind nicht Vereinzelte. Das ist die Regel. Wie viele Leute haben darunter gelitten? Das kann man doch nicht verharmlosen. Ich könnte hier eine Stunde drüber reden. Und da weiß ich nicht, wovor man die FIU gründet, wenn das doch nicht der Fall ist. Die FIU ist doch gegründet worden für die Rechte der Muslime. Wofür denn, wenn das alles gar nicht so schlimm ist?